Oh, wow. Das war kurz. Das ist die Rutsche. Ja, das sind die Rutschen. Für die vielen tausend Pakete, die hier jeden Tag abgefertigt werden, sowas habe ich noch nie gesehen. Der Sorter, der hier rot leuchtet, der liest die Pakete aus, da wo das Licht immer aufgeht. Und dann weiß oben der Schieber, welches Paket an welcher Rutsche runterschieben muss. Das heißt, wem das Paket gehört. Und jede Rutsche ist eine Tour. Und sie hier ist die Chefin aller Touren. Justine Seefeld leitet die Zustellbasis im Hamburger Osten. Es ist 7:30 Uhr morgens. Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, darf nichts schiefgehen. Jetzt haben wir gerade einen Anlagenausfall. Anlagenausfall? Ja. Ein Paket hat sich verkeilt. Schnell wird das Band wieder freigemacht, sonst gibt es Stau und Zeitverlust. Zeit ist hier das wichtigste Gut für die 140 Mitarbeiter. Ich darf heute bei einem mit anpacken. Sali, das ist meiner. Das ist ihrer. Das ist ihr Mensch für heute, ihr Mitarbeiter. Hallo. Ich bin die Katharina. Sali Halilovic, Sali. Danke. Sali Halilovic ist 29 und hatte schon zum Teamleiter geschafft. Und ich schlüpfe heute in die Rolle seiner Auszubildenden. Ui, so, das ist aber viel. Ja, das ist meine hier. Sieht das heute aus wie ein guter Tag? Puh, kann man so sagen. Aber ganz klar kann noch was kommen, weil Rutsche läuft noch. Können wir jedes dieser Pakete zustellen bis heute Nachmittag? Ich bin mir sicher, niemals. Nach einer halben Stunde haben wir noch nicht einmal die Hälfte der Beladung geschafft. Warum arbeitest du hier? Jetzt bin ich hier seit 2 Jahren, also mach mich einfach entspannt. Also bin ich fit, bin ich immer hin und her. Natürlich von Weihnachtszeit gibt es also ein bisschen mehr, das muss man sagen, diese 3 Wochen. Die sind besonders stressig. Ich lerne, ohne ausgeklügeltes Beladungssystem geht gar nichts. Denn dann gibt es nur Chaos vor Ort bei der Zustellung. Was mir auffällt und was mich auch etwas erstaunt, hier sind alle gut drauf, trotz Zustellungsdruck. Ob das so bleiben wird heute? Mir schmerzt schon jetzt der Rücken und draußen wartet der bislang kälteste Tag des Jahres auf uns. -7 Grad. Und dann geht die Plackerei erst richtig los. 241 Pakete haben wir geladen. So, wir haben bis jetzt ungefähr 80 Pakete ausgeliefert, noch 160 haben wir im Auto. Es fühlt sich an wie eine Sisyphus-Arbeit. Der Wagen wird einfach nicht leerer. Wir haben hier gerade ein Paket weggebracht und 25 zurückbekommen. Abgeholt. Ja. Denn seit einiger Zeit können Kunden Pakete auch abgeben. Wow. Warte, mach ich. Wow. Haben Sie nicht manchmal Mitleid mit uns, wenn Sie solche Pakete sehen? Ja, doch, natürlich, klar. Aber das ist jetzt tatsächlich eine Spende, die nach Namibia gehen soll. Und muss ja irgendwie hinkommen, ne? Na ja. Nach der Mittagspause stecken wir tief in den roten Zahlen. Wir sind zu langsam. Ohne uns wäre Sali schon viel weiter. Also keine Kaffeepause. Vielleicht erbarmt sich ja ein Kunde. Wir haben heute noch gar keinen Kaffee angeboten bekommen. Ja, hier, da ist der richtige Mann dafür. Irgendeiner in der Kneipe ist ja da. Magst du mal einen Kaffee anbieten? Macht er gerade. Allerdings ist alles entkoffinierter, weil der Koffinierte ist hier drin. Also heißer sehntes Paket jetzt. Ja, müssen wir aufmachen dann. Die meisten Kunden heute sind freundlich. Angeschnauzt wurden wir noch nicht. Vor Weihnachten, glaube ich, sind doch alle nett, oder? Nee? Nicht so viel. Okay, hätte ich jetzt gedacht. So richtig rausrücken möchte Sali mit seinen schlechten Erfahrungen hier aber nicht. Wir müssen weiter. Der Kaffee muss mit, denn Sali muss gleich Feierabend machen. Und wir haben noch mehrere Dutzend Pakete im Wagen. Dann ein Anruf, die Chefin. Also kann man heute 10 Stunden arbeiten? Echt? Überstunden machen. Für Sali eine gute Nachricht. Mehr Geld. Und, das hätte ich nie gedacht, wir schaffen es, alle 241 Pakete auszuliefern. Für Sali geht es jetzt zurück zur Zustellbasis. Er muss ja noch die eingesammelten Pakete abgeben. Und ich bringe die Produktion dieses Beitrags liegend zu Ende, wegen der starken Rückenschmerzen.